Heiligendamm, die weiße Stadt am Meer. Es gibt wenige Orte in unserer Welt, zu denen wir ein uneingeschränktes Verhältnis der Sympathie, des Lobes oder der Sehnsüchte entwickeln können. Heiligendamm jedoch gehört eindeutig zu diesen wenigen Trägern dieser unbezweifelten Anziehungskraft. Dabei sehen wir in dieser kapriziösen weißen Stadt am Meer nicht nur das Wasser, den Strand, die wunderbaren Häuser oder den Wald. Es ist etwas anderes. Nun, wie soll ich es ausdrücken? Es ist die seltene Gabe einer Ausstrahlung, die aus der Symbiose der Perfektion hervorgeht. Jeder, der einmal dort war, weiß, wovon hier die Rede ist. Die Nelsenbar des Kempinski Grand Hotel Heiligendamm ist angenehm gefüllt und mit einem wohligen Rauschen durchsetzt. Das Meer lebt und der Wind atmet. Ein gepflegter älterer Herr in einem schwarzen Anzug und weißem Haar sitzt an ebensolchen schwarzen und weißen Tasten und modelliert Chopins Präludium in Des-Dur. Er lächelt und es scheint, als begleite das Meer sein Spiel und der Pianist füge sich in einen Takt, den die Natur ihm großzügiger Weise vorgibt. Gedämpfte Stimmen schwirren über das Ensemble und bilden das notwendige Flair eines Raumes, der in seiner Eleganz nicht nur zu Erinnerungen anregt, sondern eher die Vergangenheit in die Gegenwart mit einem Lächeln einzuladen scheint. An den Wänden hängen Gemälde alter Schiffe und einstmals bedeutender Persönlichkeiten. Keine Ahnengalerie, keine Galerie maritimer Erinnerungen blickt auf die Gäste. Es wirkt die Gesamtheit des Raumes auf alle und alles, dem sich jeder Artikel, ob nun in Ton, in Farbe oder in Form unter- oder einzuordnen scheint. Auch Rebellion gehört zur Harmonie, wie Disharmonie gezielt eingesetzt, nur das fehlende Gewürz zu einer vollkommenen Speise ausmacht. Die Bardame lächelt. Zwei Herren sitzen unter dem Nelson-Gemälde. Einige Damen im Hintergrund lachen und der Blick schwankt zwischen dem Ausblick auf das Meer und der vielfältigen Gestaltung dieses Ensembles in der Nelson-Bar des Grand Hotels. Dann betritt eine elegante Dame die Bar. Sie bleibt in der Tür stehen und blickt sich suchend um. Ihre Augen fallen sofort auf. Seltsam. Ihr femininer Auftritt im Stile bester Hemingwayscher Tradition, ihr gepflegtes helles Haar, das sich in einem eleganten Knoten oberhalb ihres schmalen Nackens zu einer verwirbelten, fließenden Form gefunden hat, scheinen in der Tat nur den Rahmen für diese Augen zu bilden. Das tiefe Blau, ähnlich dem Meer am Abend, lädt zu Fragen und Rätseln ein. Umrahmt von einem Wellenschlag in Form sorgfältig gezupfter, geschwungener Brauen, einer hohen Stirn und einem wunderbaren Profil, fällt diese Dame einfach auf. Der Pianist stockt einen Moment. Er blickt auf, lächelt der Dame zu und neigt sich langsam wieder seinem Instrument zu. Dann scheinen seine Finger zu Federn zu werden und die gewonnenen Töne bilden einen weiteren Rahmen für das beeindruckende Erscheinungsbild dort am Eingang der Bar. Selbst das Meer spielt mit. Nelson Bar. Was für ein interessanter Name, aber auch passend für dieses Ambiente.
Admiral Horatio Viscount Nelson, der Vertreter der englischen Krone in der Ostsee vor 200 Jahren. Eine junge, hübsche Kellnerin nähert sich der Dame und bittet sie auf einen Platz in der Nähe des Pianos mit einem Blick auf das Meer. Es ist Abend und die Sonne steht in leichter Röte über den Wellen. Diese Färbung ist wirklich faszinierend, denkt sie und nimmt die ihr dargebotene Getränkekarte in die Hände. Ihr schöner Mund mit den ersten Anzeichen interessanter Falten an den Winkeln beginnt zu zucken, als sie die Karte aufschlägt und sie über die zweite Seite nicht hinauskommt. Sie beginnt zu lesen. Auch der große englische Admiral Horatio Nelson war den Freuden dieser Welt nicht abgeneigt. Brandy musste mit, egal wohin die Reise ging. Als er starb, wurde sein Leichnam gar in ein Fass mit Brandy gesteckt, um ihn für die lange Heimreise zu konservieren. Seine Crew wollte den edlen Stoff nicht verkommen lassen und trank das Fass später leer. Die Dame lächelt wieder und nickt der ruhig wartenden Kellnerin zu. Nun, nach einer solchen Einstimmung bleibt mir wohl nichts weiter übrig, als einen Lord Nelson Cocktail zu bestellen. Woraus besteht er? Hennessy Cognac, Martini Rosso, Graham's Port, Grenadine und Orangensaft. Wunderbar. Genau das Richtige für einen einarmigen und einäugigen Seebären. Sie lächelt. Nelson, Admiral seiner Majestät, Sieger von Trafalgar und Erholungssuchender von Heiligendamm. Ich kann ihn verstehen. Sie zögert einen kleinen Moment, dann blickt sie noch einmal auf. Ich nehme einen Bellini, weißer Pfirsich, Mignon und Champagner. Wieder lächelt sie. Ach, was für ein Tag, was für ein Land und was für ein Hotel. Ich danke Ihnen. Die Kellnerin zögert einen Moment und sieht fragend auf die Dame. Diese wirkt etwas überrascht, doch dann nickt sie der Kellnerin freundlich zu. Ja, das ist schon richtig. Bringen Sie beide Getränke. Sie lehnt sich zurück, erholt von dem Tag und betrachtet den Pianisten. Immer noch spürt sie die wohltuende Lastonmassage und ihr Körper scheint noch im Nachhinein zu zerfließen und ein Wonneschauer durchfährt kurz ihren schmalen Körper. Die Gedanken neuester Erfahrungen schwirren durch ihren Kopf und legen sich wie ihr Blut ruhig und sacht in deren vorgezeigte Ordnung. Sie will sie nicht verarbeiten, wozu auch? Seit einer Woche lebt sie in dieser weißen Stadt am Meer, hier in Heiligendamm, nahe des hübschen Städtchens Bad Doberan. Sie hatte es sich nicht nehmen lassen, sich am Tage ihrer Ankunft in Bad Doberan absetzen zu lassen. Um den Einzug in die weiße Stadt am Meer, wie Heiligendamm auch genannt wird, so zu erleben, wie es sich traditionell einfach gehört. Ihre Koffer und ihr übriges kleineres Gepäck eilten voraus und warteten in der von ihr bestellten Suite im Grand Hotel. Sie selbst aber fuhr im Molly. Diese pfeifende, schmauchende und gemütliche Molly war der erste Wohlgenuss, mit dem mein Aufenthalt hier begann. Ihr Tempo ist ebenso beeindruckend wie der weiße Rauch aus der Watschen-Dampfmaschine an der Spitze dieses kleinen Zuges. Ein liebenswürdiger Fahrgast erklärte mir mit einem Schmunzeln auf seinem bärtigen Gesicht, dass die Einheimischen behaupten, sie könnten unterwegs aussteigen, um Blumen zu sammeln und dann hernach wieder einsteigen und weiterfahren. Warum nicht? Wahrscheinlich hatte er diese Bemerkung mit einem Blick auf mein Kleid getan. Es ist mit dezenten Blumen übersät und wirkt sogar aus der Nähe noch wie eine Frühlingswiese. Der freundliche Fahrgast mit seinem liebenswürdigen Lächeln unter dem dichten Bart erzählte mir auch bereitwillig etwas über die Geburt
dieser hübschen kleinen Schmalspurbahn. Nach seinen Worten bilden Bad Doberan und Heiligendamm eine unzertrennliche Einheit und der eine Ort sei im Grunde genommen ohne den anderen nicht denkbar. Allein in dem der Stadt 1921 verliehenen Bad vor Doberan ist schon Heiligendamm enthalten, so dass man auch ruhigen Gewissens von Heiligendamm Doberan reden könnte, wenn von Bad Doberan die Rede sei. Das Problem zwischen diesen beiden Unzertrennlichen ist eine gewisse Kluft von ca. 6 Kilometern. Aufgrund dessen sah man in den Tagen der Großherzöge auf dem Wege nach Heiligendamm wahre Völker wandern. Zu Fuß, zu Pferd, in Equipagen, gepolsterten Kutschen und von mecklenburgischen Kaltblütern gezogene offene Landaue. Man fuhr im eigenen oder gemieteten Wagen die Dammchaussee entlang. Dem herzöglichen Wagen unter anderem lief ein bunt aufgeputzter Läufer voran und die pferdezüchtenden Landherren ließen ihre Vierer- und Sechsergespanne laufen, was die Pferde, Lungen und Beine hergaben. Ein wahres Spektakel war das. Alle herkömmlichen Fortbewegungsarten waren vertreten und die einheimische Bevölkerung entdeckte diesen ungeahnten Zweig touristischen Transportes für sich und richtete Kutschenlinien ein. Dann kam Molly. Die täglichen sommerlichen Kutschfahrten zwischen Bad Doberan und Heiligendamm waren völlig ausgelastet. 45 Minuten haben wir damals mit der Kutsche für diese 6 Kilometer gebraucht. Der Besucherstrom schien nicht aufhören zu wollen, seit bekannt geworden war, dass in Heiligendamm eine öffentliche Kur- und Badeanstalt errichtet worden war. Und dann manchmal dieser Regen, der Sturm und der Hagel. Die Kutsche sackte ein und wir fuhren nur mit Mühe weiter. Wen wundert's also, dass sich Bad Doberan sofort um eine Zuglinie bewarb, als bekannt wurde, dass in Deutschland eine selbige gebaut worden war. Es dauerte jedes Mal Stunden, ehe man eine Kutsche erwischte in der Menge der Wartenden. Es sollte trotzdem noch 50 Jahre dauern, ehe die schöne und gemütliche Molly sich durch die Ebene schaukelte und ein fröhliches Völkchen auf ihrem Rücken in das erste öffentliche Seebad nach Heiligendamm rumpelte. Es war das Jahr 1886. Der Anblick war überwältigend. Weiße, luxuriöse Schlösser, Villen und hohe Gebäude, weiträumige Anlagen, grüne Wälder, weite Strände und blaue See. Sogar einen Gespensterwald gibt es hier. Der verwöhnte Oscar Wilde hätte seine irische Freude daran gehabt und den freundlichen Sir Simon de Canterville nach Doberan-Heiligendamm verlegt. Ganz sicher. Aber eines Hausgespenstes bedarf es hier nicht. Es gibt genügend gute Hausgeister. Die Bardame tritt wieder an Sie heran und hält auf ihrem Tableau die gewünschten Getränke. Stellen Sie sie bitte hin. Ich werde schon für die richtige Auflösung sorgen. Sie schiebt den Nelson-Cocktail auf die andere Seite des Tisches, nimmt ihren Champagner-Cocktail, nippt daran und schließt zufrieden die Augen. Ein wundervolles Getränk, denkt sie. Dann lehnen Sie sich wieder zurück, genießt weiterhin Chopin und überlässt sich wieder ihren Gedanken. Ein riesiger Stein, ein Findling, liegt vor dem Grand Hotel und fordert Fragen und Antworten heraus. Was ist das für ein Stein? Wie kommt er hierher? Und wer war Friedrich Franz der Erste, dem die Gründung dieses Bades zugesprochen wird? Der junge Mann mit dem interessanten Bart hatte mir versprochen, mir am Tage nach meiner Ankunft die Entstehungsgeschichte dieses Heilbades zu erzählen. Es war wirklich rührend, wie er sich um mich bemühte, und ich genoss den warmen Fluss der Informationen. Er begleitete mich am Morgen auf die Strandpromenade und wies mit weit ausholender Geste auf das Ensemble. Denken Sie sich in das ausgehende 18. Jahrhundert zurück. Doberan besteht aus 85 Häusern und Heiligendamm weist ein paar wenige, aber malerische Fischerhütten auf. Ein scheinbar unverhältnismäßig großes Münster ragt über Doberan hinweg und beherbergt die Gräber bedeutender Herzöge und Fürsten. Nichts scheint diesen Ort vor anderen auszuzeichnen.
Und dennoch gilt Doberan seit Jahrhunderten als ein Mekka der gläubigen Welt und Heiligendamm als ein Wunder. Ein Wunder ist es in der Tat. Ich kann dies nur bestätigen. Heute. Aber warum war es ein Wunder vor dem Beginn des Baus in dieser Pracht? Die Dame hatte ein beigefarbenes, spinnenwebfeines und figurbetontes, knielanges Kleid an und trug einen passenden, zierlichen Strohhut, den sie sich augenscheinlich der toskanischen Ebene entliehen hatte. Ihre Ausstrahlung war betörend. Und es fiel dem jungen Manne sichtlich schwer, sie nicht unentwegt begeistert anzusehen, wie es andere Spaziergänger und Besucher des Bades unverhohlen und mit sichtlichem Vergnügen taten. Er genoss sein Privileg und erzählte über sich, über seine eigene Entwicklung als Historiker und Schriftsteller und über Heiligendamm, dem er sich anscheinend mit Leib und Seele verbunden fühlte. Es war die Zeit Mozarts, Klopstocks, Goethes und Schillers. Es war aber auch die Zeit Napoleons und das Ende der Aufklärung. Heiligendamm war schon berühmt aufgrund seiner Seeluft, gemischt mit der Reinheit des Waldes und dessen äußerst gesunder Ausstrahlung und natürlich auch aufgrund des Heiligendammes. Heiligendammes? Lassen Sie mich erst meine jetzige Geschichte zu Ende erzählen, dann berichte ich Ihnen gern von dem Heiligendamm. Friedrich Franz I., Herzog von Mecklenburg-Schwerin, war schon längst ein begeisterter Freund dieses Landstriches und hielt sich hier oft auf. Ihm gefiel einfach die See, die Landschaft und er spürte die Energie, die ihn an jedes Mal beflügelte, wenn er diesen Ort hier betrat. Eines Tages saßen er und Professor Dr. Samuel Gottlieb Vogel, sein Leibmedikus, im Jahre 1793 hier am Heiligen Damm und genossen die Salzluft, die Sonne und das ländliche Leben eben. Dr. Vogel hatte einen Aufsatz von Lichtenberg mitgebracht, der damals in dem Göttingschen Taschenkalender erschienen war, und las seinem Fürsten daraus vor. Der Aufsatz trug den Titel »Warum hat Deutschland noch kein öffentliches Bad?« Der Fürst schien begeistert zu sein und nachdem ihm Dr. Vogel später noch einen nachdrücklichen Brief zusendete, in dem er auf die Gründung eines Heilbades noch einmal explizit hinwies, reiften seine Gedanken zur Tat. Er beauftragte seinen Baukondukteur von Seidewitz mit dem Bau eines Heilbades, hier in Heiligendamm. Baukondukteur von Seidewitz saß im Sommer 1793 im Ludwigsluster Schlossgarten vor der kleinen Schlosskirche und erging sich in Wohlgefallen an dem zierlichen Bau, seinem Werk. Sein Leben hatte hier am Hofe des Herzog Friedrich Franz I. seinen Höhepunkt und seinen beruflichen Abschluss gefunden. Seidewitz war zufrieden mit sich und seiner Welt. Doch nun dies. Nachdenklich und fast verärgert dachte er an das letzte Treffen mit seinem Fürsten zurück und er grummelte vor sich hin. Was für ein Glück, der Nachwelt seinen Namen mit einer architektonischen Schönheit wie dieser kleinen Schlosskirche hinterlassen zu können. Inmitten hoher kultureller Bauten und als erlauchte Gebetsstätte des Landesherrn. Und nun so etwas. Seidewitz, schaffe er mir einen neuen Sommersitz und ein passendes Logierhaus für meine Gäste. Sieh er zu, dass er seine Zeit nicht vergeude und dass er nicht zu viel Geld verbrauche. Alles andere überlasse ich ihm. Ich weiß um seinen Wert. Wohin soll ich es bauen lassen, mein Fürst? Soweit ich es erkennen kann, sind wir gut bestückt. Doberan, mein Lieber, Doberan und Heiligendamm. Ich habe vor, es zu meinem Sommersitz zu machen und er wird mir dabei helfen. Doberan? Er stöhnte auf. Er kannte Doberan von seinen Studienreisen, als er sich im Vorfeld des Baues der Schlosskirche zu Ludwigslust auch dort aufgehalten hatte. Das Münster gilt als eine Legende, aber alles andere. Er sah die Kuhwiesen, die alten Karten, die sumpfigen Weiden, die wunderbar bewachsenen Hügel und die kleinen spärlichen Hütten. Romantisch war es dort, das musste er zugeben.
aber es bedeutete, architektonisches Brachland zu bearbeiten, zu ebnen, zu entwässern, zu roden. Und was weiß der Himmel noch auf ihn zukam, und er war nicht mehr der Jüngste. Dobran und Heiligender. Stöhnte er noch einmal auf. Dann machte er sich auf, den Wunsch seines Herrn und Herzogs Friedrich Franz des Ersten zu erfüllen. Wie immer gründlich, bedächtig, aber noch nicht so verspielt, wie es die kommende Architektengeneration im Nachhinein zur Welt brachte. Zuerst setzte er an den Eingang des Klostergartens in Doberan ein breites, einstöckiges Fachwerkhaus, das dem Fürsten als Wohnsitz dienen sollte. An einer der Seiten der Kuhwiese, welche später den Kamp bildete, stellte er ein einfaches, im Fachwerkstil geschaffenes Logierhaus für die zu erwartenden Gäste, und hier in Heiligendamm baute er ein Badehaus. Zweistöckig, in Stein und im Stile eines ländlichen Herrenhauses. Im Grunde genommen war er fertig und das Notwendigste für die Aufnahme eines Badebetriebes war geschaffen. Nur, es war weder modern noch romantisch, noch erfüllt es den Zweck, den sich Vogel und Franz für diesen Flecken erdacht hatten. Dann kam Severin. Karl Theodor Severin? Severin war 7 Jahre jünger als Friedrich Franz der Erste und ein Schüler des berühmten Berliner Architekten Langhans, der uns und der Welt unter anderem das Brandenburger Tor mit seiner noch berühmteren Quadriga schenkte. Er arbeitete noch unter Seidewitz an dem Logierhaus neben der Kuhwiese, als er zu dessen Nachfolger ernannt wurde. Ja, zu diesem Zeitpunkt war Friedrich Franz 40 Jahre alt und Severin etwas über 30. Der junge Architekt stand am Ende seiner Lehre und seines Studiums und am Anfang seiner Schaffenskraft und einer neuen kulturellen Epoche. Übrigens genauso wie sein Herzog. Friedrich Franz und Severin verstanden sich sofort. Die beiden besaßen einen Hang zur Romantik und zum Klassizismus. Beide, der Bauherr und sein Architekt, schwärmten in den glühendsten Tönen von einer weißen Stadt am Meer mit einer solchen Pracht, wie sie in dieser Welt nur noch vom Louvre oder dem Parthenon Athens übertrumpft werden konnte. Beide ergänzten sich gegenseitig in ihrer Schwärmerei, und so wurde Severin zum Baukondukteur am Hofe des Schweriner Herzogs und zum wahren Schöpfer dieser weißen Stadt am Meer. Sie hatten die Strandpromenade verlassen und gingen langsam auf das Kurhaus zu. Eleganz, Erholung und Bildung schufen einen Moment eigenster Virtualität und sie verstummten. Plötzlich verspürten sie einen leichten Appetit. Zwischen dem Hause Mecklenburg und dem Grand Hotel mit der Nelsenbar steht das Kurhaus mit einer einladenden Säulenfront, einem Ballsaal, mehreren Veranstaltungssalons und einem klassizistischen Restaurant. Sie bleiben vor diesem Gebäude etwas unentschlossen stehen. Dann wendet sich der junge Mann seiner Weggefährtin zu. »Darf ich Sie zu einem Essen einladen? Ich glaube, dass wir hier alles finden werden, was einen verwöhnten Gaumen zufriedenstellen sollte.« Sie verspürte ebenfalls Appetit, nickte und sie betraten gemeinsam das Restaurant. Der Bellini ist eine Wohltat, dachte sie, und betrachtete den glutroten Ball, der das Meer in einer Weinlaune versinken ließ. Der weißhaarige Pianist hatte inzwischen seine Musik etwas verlagert und seinen träumerischen Spielereien einen Takt hinzugefügt. Der Weg von Chopin zu Mozart, dachte sie, ist immer noch ein Weg der Erkenntnis. Es gab dem nichts hinzuzufügen. Alles wirkte vollendet. Sie nippte an ihrem Glas und dachte wieder zurück an die Speise im Gästesaal des Kurhauses. Die Auswahl war nicht leicht. Zwischen Fischen und Meeresfrüchten, Fleisch und oder Fies Bauerngocke entschied ich mich für eine vegetarische Variante.
Cannelloni mit Tomaten- und Ricotta-Füllung auf Basilikumschaum. Dazu einen passenden Henri Bourgeois, ein köstlicher Tropfen. Mein freundlicher junger Begleiter, ein typischer Mecklenburger, bestellte wie selbstverständlich, als kenne er nichts anderes, Filet vom Müritzwels aus dem Kräutersud auf Rosenkohlblättern. Dabei plauderte er munter weiter. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger sah Severin die Dankbarkeit in dieser Aufgabe. Er konnte unbeschwert ein wunderbares und naturbelassenes Stück Erde, was in Mecklenburg schon zu einer gewissen Berühmtheit gelangt ist, gestalten und bebauen. Und zwar, wie es ihm und seinem Herrn gefiel. Brachland konnte in einen Park verwandelt werden, unter größtmöglichste Naturbelassenheit seiner Umgebung. Ein Schloss, ein Palais und eine Burg sollten entstehen. Theater, Logierhäuser und moderne Gesellschaftstempel sollten den Gästen zur Verfügung gestellt werden und das immerwährende Flair der Lust am Leben sollte alles überstrahlen. Was für ein Glück und was für eine Aufgabe. Der junge Severin wuchs in diese Aufgabe hinein. Er füllte die Vorstellungen seines Fürsten und schuf nun das, was wir auch heute noch bewundern und mit Ehrfurcht und großen Augen bestaunen. Unter seiner Ägide entstand in Doberan das wunderschöne kleine Theater mit der Figurengruppe eines kraftvollen Menschen, der einen Ochsen wegzieht in seinen Giebel. Weiterhin wuchs ein neues Salongebäude mit einem prächtigen Festsaal mit bestem klassizistischem Stil heran. Und als Zentrum dieser fantastischen Welt zauberte er aus Kuhweide den Kamp mit seinem reizvollen Ambiente, seinen Einkaufsmöglichkeiten, seinen kleinen Pavillons, von denen einer liebevoll den Spitznamen Trichter erhielt. Das spitz nach oben zulaufende Dach hat ihm diesen Namen eingebracht. Die Gesellschaft traf sich recht häufig auf dem Kamp in Doberan, um der Musik zu lauschen, die eine Kapelle vor den Pavillons spielte, ein Glas mecklenburgischer Milch oder französischen Rotwein zu trinken oder nur, um zu sehen oder um gesehen zu werden. Ja, das Schloss als neuen Wohnsitz für den Landesherrn entstand noch zur Zeit des Napoleons und das Prinzenpalais sollte ursprünglich Severins Hauptwohnsitz werden. Aber es wurde so schön, dass der Herzog es nicht über sich bringen konnte, dieses Gebäude nicht in seiner Nutzung zu sehen. Und er sagte nein. Ja, und behielt es für sich selbst. Doch wem verdanken wir dieses wunderbare Säulengebäude, in dem wir gerade sitzen? Ich sah übrigens eine lateinische Schrift auf der Attika unterhalb des Giebels. Doch leider habe ich nicht genau hingesehen, was darauf stand. Heiligendamm erhielt diese schönste Schöpfung ebenfalls durch den Baukondukteur Severin. Einen Saalbau mit der prachtvollen Säulengarnitur am Portal des Tempels der Gesellschaft, der Speisen und der Unterhaltung. Auf der Attika steht Haec te Laetitia invitat, post balnea sanum. Hier erwartet dich Freude, entsteigst du gesundet dem Bade. Haec te salutaris, Laetitia invitat. Hier erwartet dich in der Tat eine wohltuende Entspannung und Freude im wahrsten Sinne des Wortes. Et certe cum aut, sine salubrium aquarum usus, und das sicherlich mit oder ohne Badekur. Salutaris, in der Tat. Den Fuß vom Strand in das Wasser zu setzen, behielt man immer noch den Fischern, Bauern und all jenen vor, deren Einkommen entweder das Mindestmaß der Lebensnotwendigkeit nicht überschritten, beziehungsweise jenen, deren leibeigener Status bis 1819 es ohnehin nicht ermöglichte, nun sich dieser privilegierten Schicht zu nähern. Jene aber, die es sich leisten konnten, waren sich dessen wohl bewusst und traten dementsprechend auf. An den Ufern der Ostsee und vor den klassizistischen Gebäuden Heiligendamms tummelten sich nun Reiter und Equipagen, klopften mit Elfenbein beknaufte Spazierstöcke auf die soeben fertiggestellte Promenade und schützten vornehme Hütchen und große Zylinder die Gesellschaft vor einem übermäßigen Sonneneinfluss und schufen ein Flair des Wohlstandes und des Wohlbefindens. Selbst die zeitliche Badekultur erreichte in ihrer gespreizten Nobilität einen eigenartigen Höhepunkt. Der Erzähler lächelte und genoss ihre ungeteilte Aufmerksamkeit.
Nach einer bestimmten Badeordnung ging es zuerst ins Bad. Anfangs von zwei vor dem Strande liegenden und verankerten Badeschiffen aus. Dann erfand man sogar eine Bademaschine. Das war ein Stuhl, auf dem das arme Badeopfer Platz nehmen musste und mit Hilfe eines Krans nach ärztlicher Vorschrift ein oder auch mehrere Male ins nasse Element getaucht wurde. Bald gab es ein Badehaus, in dem man sich am Meereswasser in allen Formen erfreuen konnte. Vom warmen Wannebad zur leichten Dusche bis zur Gewaltdusche und sogar bis zum Klistier, für dessen Applizierung man eine besondere zweckmäßige und unbarmherzige Sitzgelegenheit, den Klistierstuhl, ersonnen hatte. Die Dame zuckte zusammen. Bitte keine Furcht, das war einmal. Später kamen Badekulturen hinzu, mit denen die Damen und die Herren getrennt voneinander in sogenannten Badekutschen in das Wasser gefahren wurden. Von dieser Position aus konnte unser Badegast, geschützt vor den Blicken neugieriger Voyeure, ungestört baden. Die ganze Ostsee schien nur ihm zu gehören. Im Seebad Heiligendamm herrschte Hochbetrieb. Von allen Seiten Deutschlands kamen die Urlauber an dieses schöne Fleckchen in Mecklenburg-Vorpommern, um sich am weißen Strand der Ostsee zu erholen. So auch zwei junge Berliner Herren, die sich vergnügt dem Strande näherten. Wir sollten uns eine Kutsche am Rande des Männerbereiches nehmen. Sein Freund lächelte. Er hatte die schönen mecklenburgischen Mädchen auch schon gesehen. Der Badestrand war deutlich unterteilt. Links die Frauen und rechts die Männer. Getrennt durch einen angedeuteten Zaun und durch Badenischen. In der Ostsee hatte jeder seinen Platz. Dazu kam, dass Badekutschen bereitstanden, um die separaten Badefreuden so angenehm wie möglich zu gestalten. Los, Kutscher, schick deinen Gaul in die Fluten! Mit einem kurzen Zuruf fuhr der so Angesprochene mit seiner Badekutsche in die Ostsee von Heiligendamm. Es war halt ein Meer der Freude, der Zucht und der Ordnung. Jedenfalls im 19. Jahrhundert. Wer sich also in der Mitte des 19. Jahrhunderts, Heiligendamm und Doberan, diesen beiden völlig aufeinander abgestimmten Orten näherte, erstarrte vor Staunen und blickte ehrfürchtig auf die See, auf die gerade erst entstandene Seebrücke, auf die Badegäste der deutlich erkennbaren vornehmen Welt, auf die Burg und die Cottages, auf die neuen Logierhäuser und das prachtvolle Hauptgebäude mit dem Säulenportal. Auf Parkanlagen und Restaurants, auf ein Schloss und ein Palais. Spätestens jetzt und hier wurde einem jeden bewusst, dass er eine der schönsten Perlen in Gestalt einer weißen Stadt am Meer gesehen hatte. Sie stiegen damit zu jener Schicht auf, die eines der Wunder dieser Welt mit eigenen Augen gesehen zu haben glaubten, um später ihren Freunden, Bekannten und Verwandten in Wort, Schrift und großen Augen mitteilen zu können, ich war dort. Später, Severin, Vogel und Friedrich Franz I. waren inzwischen schon Legende, entstanden unter Friedrich Franz II., dem Enkel des Gründers des Seebades zwischen den Jahren 1850 und 1860, jene wunderbaren Villen, deren Ansehen elitär war und deren Nutzung diesen Anschein in jeder Hinsicht rechtfertigte. Der neue Friedrich Franz verpflichtete den berühmten Georg Adolf Demmler. Diesen kreativen Architekten, der das Schweriner Schloss in der Mitte des 19. Jahrhunderts so umbaute, wie wir es heute vor uns sehen können. Und der das Stadtbild Schweriens auf so wunderbare Weise entscheidend gestaltete. Unter ihm entstanden nun in Heiligendamm in kurzer Zeit ein neues, im modernen Outfit des Tudor-Stils gehaltenes Logierhaus und jene Villen, deren weiße Front dem Meer zugewandt, wie eine Eskorte der Severinschen Prachtbauten wirkte. Friedrich Franz II. Benannte sie persönlich mit klingenden Namen, die den Bezug zur Ostsee nicht verleugnen konnten und wollten. Perle, Anker, Möwe oder Seestern. Was für ein Ambiente, was für ein Ensemble und was für ein Leben in diesem herzöglichen Heilbad. Ein Hauch Ewigkeit scheint mit jedem Windzug, den Rasmus in die weiße Stadt am Meer schickt, diesen zu Stein gewordenen Traum zu berühren. Der Heilige Damm
hat seinem Namen alle Ehre gemacht und sich eine Krone in Gestalt der Weißen Stadt am Meer aufgesetzt. Heiligendamm. Doch woher stammt dieser Name? Wer hat ihn geschaffen? Und welcher theologische Gedanke steht hinter dem Attribut Heiliger, bevor das Wort Damm folgt? Ein eher schützendes, naturverbundenes Relikt. Bevor ich Ihnen diese Frage beantworten kann, müssen wir noch einmal in die Vergangenheit zurück. Und zwar in jene Zeit, als wendische Obodriten ihr Land verloren und deutsche Ritter, Bauern, Fischer und Lokatoren dieses wunderbare Land für sich eroberten. Wir müssen noch einmal zurück in das 12. Jahrhundert, als das Land um Doberan noch ein beliebtes Jagdrevier einstiger Fürsten aus dem wendischen Herrscherhause war und die ersten Missionierungen des heidnischen Volkes Wurzeln schlugen. Wir müssen zurück zu jenen 80 Mönchen aus Amelungen, welche dem Ruf des Fürsten folgten und hier ein Kloster gründeten. Dass es genau in Doberan sein musste, hatte einen besonderen Grund. Und weiter ging die wilde Jagd. Auf den Spuren eines kapitalen Hirsches raste die Jagdgesellschaft des Fürsten Pribislav durch das Unterholz auf eine Lichtung zu, wo sie ihn stellten und erlegten. Dann verharrten sie erstaunt über die natürliche Schönheit des Ortes und Ruhe kehrte ein. Nur ein Schwan erhob sich erschreckt von der Lichtung und flog laut schreiend davon. Wie vom Donner gerührt, sanken die Jäger in die Knie und starrten dem Schwan nach. Alle dachten dasselbe. Pribislav hatte geschworen, dort, wo er sein erstes Wild erlegen werde, das vor einigen Jahren zerstörte Kloster Doberan wieder neu aufzubauen. Der Schwan hatte dies nur bestätigt, als er rief, Dobr, Dobr, gut, gut. Es war das Jahr 1186. An einer Sumpfniederung nahe Rostock entstand auf diese Weise eines der bedeutendsten Klöster unseres Landes, das Kloster Bad Doberan. So jedenfalls behauptet es die Sage. Aus diesem Schwanengesang, Dobre, Dobre, ist wie unschwer zu erkennen der Name Doberan, Doberan entstanden. Auf der Jagd nach einem Hirsch, der genau hier an dieser Stelle von dem Fürsten Pribislav erlegt wurde, dem letzten Sohne des berühmten obodritischen Herrschers Niklots und dem Ahnherrn des mecklenburgischen Fürstenhauses. Schwan und Hirsch fanden daher auch Eingang in das Wappen von Doberan. Pribislav hatte einen besonderen Grund, hier an dieser Stelle ein Kloster zu gründen. Und dieser Grund liegt in seiner eigenen Geschichte begraben. In der Nähe von Bad Doberan bei Althof liegt eine der ältesten Kapellen, welche die Geschichte unseres Landes begleitet haben. Die Vorgängerin unseres Doberaner Münsters, die Kapelle von Althof. Berühmt wurde diese Kapelle durch zwei Gründe. Der erste, nicht so bekannte Grund: Hier ist die Grabstelle der Fürstin Wojtslawa zu finden, einer dänischen Prinzessin, die einst den Begründer des mecklenburgischen Fürstenhauses geheiratet hatte, Pribislav, den Sohn Niklots. Berno, der Apostel der christlichen Schöpfungslehre und Missionar Mecklenburgs, lehrte sie einst, ihren slawischen Mann zu bekehren und damit das Christentum in unser Land einzuführen. Sie rettete damit das wendische Fürstenhaus vor seinem Untergang. Der zweite Grund ist zwar simpler, aber mindestens ebenso bedeutend. Die Brötchen der ehemaligen Kapelle und des daraus entstandenen Backhauses Althof waren über die Grenzen des Münsters hinaus bekannt. Vielleicht war ja Wojtslawa auch die Schirmherrin der Bäcker und Patisserie. In Mecklenburg soll ja alles möglich sein. Er trauerte also seiner dänischen Frau nach. Seiner leider zu früh verstorbenen Gemahlin aus dem dänischen Königshause, die ihn zum christlichen Glauben bekehrt hatte. Und holte daher die Mönche aus Amelungen nach Mecklenburg und damit nach Doberan. Jene Mönche waren strenge Zisterzienser, die die Arbeit ebenso achteten und verrichteten, wie sie es mit ihren Gebeten für das Wohlsein aller taten. Sie waren Handwerker, Bauern und Schriftgelehrte. Sie besaßen die Fähigkeit, aus diesem kleinen, wunderbaren Ort eines der berühmtesten Münster Deutschlands zu schaffen. Ihre Liebe zu Gott hinderte sie nicht, den Nutzen, den das Land ihnen brachte, auf die natürlichste Art und Weise für sich in Anspruch zu nehmen und mit den Bauern und Fischern gemeinsam um eine gute Ernte, einen guten Fang und um passendes Wetter zu beten. Harmonie zwischen der Landbevölkerung und den Mönchen des Klosters von Doberan ist hier ein durchaus angebrachter Begriff. Eines Tages kam der Wind.
Dann der Sturm und mit ihm die Zerstörung. Eine nicht enden wollende Flut überrollte die Ufer und schien das Leben auf immer vertreiben zu wollen. Wir schreiben das Jahr 1427. Seit Jahren nun schauen die Menschen der Küstenregion vor Bato-Baran täglich ängstlich aufs Meer. Die Gewitter und die sie begleitenden Stürme schienen nicht mehr enden zu wollen. Woche für Woche, Monat für Monat peitschte das Meer die flache Küste. Größer und größer werdend forderten die Wellen den Tribut jener, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, hier leben zu wollen. In ihrer Not und in ihrem Unverständnis nahmen die Küstenbewohner nicht den Spaten in die Hand, sondern das Kreuz. In einer kleinen und einsamen Prozession wanderte das Volk in das Münster von Bato-Baran und bat Gott und seine Diener um Hilfe. Und Gott hörte zu. In der größten Sturmnacht im Jahre 1427 ließ er die Wellen für die Einwohner arbeiten und einen Damm errichten. Einen daraufhin heilig gesprochenen Damm. Es wurde der Namensspender von Heiligen Damm. Geologen würden wohl nicht eine einzige Nacht für diesen gewaltigen Damm aus Sand und Steinen verantwortlich machen, sondern setzen dem eher eine eiszeitliche Aktivität zugrunde. Ein natürlicher eiszeitlicher Damm, welcher die Menschen damals gerettet hatte und nur aus dem einfachen Grunde, dass er da war, heilig gesprochen wurde. Heiligen Damm. Doch wie profan macht sich eine so nüchterne Erklärung gegen das Gebet und deren unmittelbare Folge durch Gott aus? Nein, nein. Hier darf es keine natürliche Erklärung geben. Hier spielt die Fantasie eine dankbare Rolle. Der Heilige Damm hat einen nicht natürlichen Ursprung. Und sollte der Teufel seine Finger auch hier im Spiel haben, so ist dies immer noch besser als eine nüchterne, natürliche und damit langweilige Erklärung. Der Teufel war ein stets gut aussehender und wohlgekleideter Herr. Er trug die Abzeichen des Wohlstandes und das falsche Lächeln eines Menschenfreundes, der weiß, dass er einen Kredit verkauft, den ihm jeder abnimmt, wenn er ihm nur begegnet. So beobachtete er eines Tages einen Schäfer, der seine Herde um Doberan herum zur Küste trieb, und bemerkte das Fluchen in seinem Gesicht, das er stets parat hatte, wenn er diesen mühseligen Umweg machen musste, um sein Ziel zu erreichen. Der Teufel lächelte sein gewinnendstes Lächeln, schaute sicherheitshalber noch einmal in den Spiegel und ging dann auf den Schäfer zu. »Guten Morgen, mein Freund. Warum schaust du so verdrießlich drein? Der Tag ist schön und Gott ist abwesend und ich habe einen guten Tag.« Der Schäfer sah ihn verdrießlich an, bemerkte nicht das Blitzen hinter dem Lächeln des Fremden und erzählte bärbeißig von dem Umweg, den er ein jedes Mal machen müsste, wenn er zu seiner Weide kommen wollte. Der Teufel sah auf den armen Tropf, der in der Hierarchie seines Dorfes an letzter Stelle stand und glaubte, ein leichtes Spiel zu haben. Wieder setzte er sein Lächeln auf und betrachtete die Umgebung, stellte fest, dass ein Damm schnell errichtet werden könne, und bot ihm nun in der Manier eines schlüpfrigen Winkeladvokaten seine Kreditkarte an. Einen Vertrag. Unterschreib dieses Papier mit deinem Blut und ich baue dir einen Damm, der deine Arbeitszeit lebensleichter werden lässt und das in einer Nacht. Der Schäfer blinzelte erschrocken, wich im ersten Moment zurück, als er erkannte, wen er vor sich hatte, und kehrte dann langsam wieder um. Er sah dem Teufel ins Gesicht, betrachtete sich den Vertrag und fügte unter dem Kleingedruckten noch eine Klausel hinzu. Dann unterschrieb er. Der Teufel besah sich seinen Vordruck und las erstaunt die in klobiger Schrift verfassten Worte. »Die Nacht gilt als beendet, wenn drei Hähne am frühen Morgen gekräht haben.« Ein roter, ein schwarzer und ein weißer Hahn. Sollte der Vertragspartner bis dahin nicht in der Lage gewesen sein, den Damm rechtzeitig bis auf den letzten Stein errichtet zu haben, ist der Vertrag ungültig? Naja.
Wie diese märchenhafte Sage ausgeht, ist offensichtlich. Der Teufel stimmt zu, baut den Damm in einer Nacht und verliert die schon habhaft geglaubte Seele des Schäfers, da die Hähne gekräht hatten, ehe er den letzten Stein auf den Damm legen konnte. Vor Wut darüber fuhr der Teufel zum Teufel. Der Damm aber war errichtet. Der Schäfer hatte seine Wohltat und Heiligendamm, eine neue Sage. Sagenhaft sind auch die Schätze, die in den Münster von Dobra zu finden waren und als heilige Reliquien gegen den Teufel in Form von Krankheit, Verderben, Hunger und auch Liebespein genutzt werden konnten. Dies ist der Stein, mit dem der kleine David den Riesenflegel Goliath erschlagen haben soll. Alle Besucher im Doberaner Münster starrten auf diesen faustgroßen, runden Stein und lauschten entzückt den Worten des Küsters Thiel. Der Stein war grau, rund und fiel durch nichts auf, außer durch die Worte des Kirchenführers. Küster Thiel war ein Unikum und führte seine Gäste durch die Reihen der Reliquien des Doberaner Münsters, als glaubte er selbst noch daran. Hier sehen Sie ein Stück ägyptischer Finsternis. Die Besucher sahen nichts und glaubten alles, wie ihre Vorfahren im tiefen Mittelalter. Dieser alte Knochen präsentiert einen Rest der Großmutter des seligen Adam, des ersten Menschen unserer Welt. Ein misstrauisch gewordener Besucher besah sich diesen Knochen und identifizierte ihn als einen ganz normalen Hirschknochen. Küster Thiel zuckte mit keiner Wimper, als er antwortete: Sie haben recht, sie war eine geborene Hirsch. Man muss eben nur glauben. Mecklenburgischer Witz ist in dieser Form sprichwörtlich und tritt uns in vielen älteren Schriften ähnlich gelagert gegenüber. Wer De Urgeschicht von Fritz Reuter oder Rudolf Tarnows De Burkäfer gelesen hat, weiß, wovon hier die Rede ist. Küster Thiel scheint eine Reinkarnation dieses Witzes gewesen zu sein. Das Münster von Doberan und Bad Doberan selbst ist mehr als eine humoreske Betrachtung seiner Reliquien wert. Und kaum jemand anderes als Edmund Schröder konnte es in seinem Buch Mecklenburger Land unter dem Kapitel »Von altmodischer Höflichkeit und dem ältesten Seebad Doberan-Heiligendamm« besser beschreiben. »Die alte Dame, der ich mit allem Bedacht und mit aller Vorsicht ein Kompliment machen möchte«, ist Doberan, das heute nicht mehr ganz kleine Städtchen, dessen Name seit 1793, dem Gründungsjahr des Bades Doberan, nicht nur in Mecklenburg und nicht nur in Deutschland, sondern, wenn man den alten Fremdenlisten Glauben schenken will, in ganz Europa und darüber hinaus bekannt war. Ich wenigstens kenne einen Mann aus fernster Welt, der eines Tages kürzesten Weges von der Seine und der Loire, von den Kathedralen von Chartres, Paris und Reims, nach dem kleinen Doberan gereist kam, um sein Bild der großen Zeit der blühenden Gotik durch den Anblick des Doberaner Münsters abzurunden und zu krönen. Doch kehren wir zurück nach Heiligendamm in unsere Gegenwart. Die salzige Meeresluft mit viel Sauerstoff, uns umgebenden Wäldern, die Sonne, ja selbst der Regen oder der Nebel wirken ausgesprochen belebend, vitalisierend. Heute war ich den gesamten Tag an der frischen Luft. Ich hatte mir ein Gespann aus dem Gut Vorderbollhagen bestellt und bin mit ihm von der Küste weg ins Landesinnere gefahren. Mein Ziel war die älteste Galopprennbahn Deutschlands. Unterwegs, vielleicht auf halber Strecke, bimmelte Molly an meiner Kutsche vorbei. Der Anblick war erheiternd. Während wir unter der schönsten Lindenallee Europas in einem gemütlichen Gang die Luft, die Fahrt und die weite Sicht genossen, zuckelte die kleine, schnaufende und dampfende Schmalspurbahn an uns vorüber, hinterließ noch einen freundlichen Pfiff und winkte uns mit einem Rauchzeichen und schon war sie verschwunden. Die Rennbahn, in dessen Wappen ein englisches Vollblut mit dem Namen Highflyer abgebildet ist, ein Hengst,
der im 18. Jahrhundert für Furore gesorgt hatte. Die Rennbahn also liegt auf halbem Wege zwischen Heiligendamm und Doberan. Ich trug ein türkisfarbenes, schulterfreies Kleid, einen passenden, extravaganten Hut, dessen Krempel mir beinahe die Schultern berührte, und das Kettenarsenal meiner Großmutter. Ich war gewappnet, denn, wie ich erfahren hatte, wurden Damen mit Hüten hier gern gesehen. Selbstverständlich hatte ich mich informiert, und mein neuer Freund, der Philosoph und Historiker, erzählte mir dazu in seiner liebenswürdigen Weise wieder einmal eine Geschichte. Diesmal die Geschichte der Pferderennbahn Doberans. Also geritten wurde vorher auf dem von Severin gestalteten Kamp in Doberan, später zwischen den Orten. Wann dies genau geschah, schien umstritten, doch eine logische Überlegung führt zum 10. August 1822. Ja, dieser Tag ging auf das Jahr 1807 zurück, als Friedrich Franz I. nach einem durch Napoleon erzwungenen Exil aus Hamburg-Altona zurückkehrte. Der 10. August wurde danach zum Feiertag erklärt und mit festen Empfängen und eben auch mit Pferderennen geehrt. 3 Tage später konstituierte sich daraufhin das Komitee zur Entwerfung der Gesetze und zur Leitung der Geschäfte. Der erste Rennverein für Vollblutpferde auf dem europäischen Kontinent war gegründet. Zuerst fanden nur einfache Bauernrennen statt oder die Badegesellschaft ritt zwischen den Orten aus Freude auf freiem Felde. Dann entwickelte es sich zu einer internationalen renommierten Pferderennbahn und das Vollblut hielt Einzug und vollbrachte wahre Wunder der Schnelligkeit auf der Bahn, die so vielen alles bedeutete. Tja, und heute immer noch bedeutet. Es war wunderbar. Die vielen Gäste erfreuten sich in einer köstlichen Laune. Die Rennen um die goldene Peitsche waren wirklich spannend. Und überall sah man die verschiedensten originellen Hüte von lokalen Sternen und Sternchen. Die Herren kleideten sich in anständiger Manier und der Sekt floss in dezenter Weise. An den Wetten hatte ich mich nicht beteiligt, obwohl es mir angetragen worden war. Ich erinnere mich an eine Zeit, als das Wettbüro für Frauen noch verboten war. Haltet die Pferde in einer Linie. Auf mein Ist es Ihnen denn nicht bekannt, dass Damen keinen Zutritt in die Wettbüros einer Pferderennbahn haben? Die junge Dame schaute überrascht auf den Flegel, straffte ihr Mieder, hob den schmalen Kopf und empörte sich, seit wann denn diese Pferderennbahn existiere. Der Doberaner Rennverein existiert nun mittlerweile seit 1822. Gegründet wurde er von seiner königlichen Majestät, dem Großherzog Friedrich Franz I. Der jungen Dame schnellten die Löckchen der Wut unter ihrer Haube hervor. Selbstbewusst stellte sie sich dem Clan der männlichen Wettteilnehmer und fragte nun, wo es stünde, dass Frauen aus den Wettbüros ausgeschlossen wären. Seit unser Großherzog am 10. Februar 1823 die Gesetze für mecklenburgische Pferderennen unterschrieben hat, gilt eine solche Regelung. Und nun raus! Die scharfe Erwiderung von Seiten der jungen Dame ging in einem allgemeinen Jubel unter. Ein Mecklenburger Vollblut hatte gewonnen. Und es gehörte der jungen Dame. Alsbald bestieg ich wieder meine Kutsche und ließ mich in einer weitaus ruhigeren Gangart, als es auf der Rennbahn üblich ist, zu meinem Hotel zurückfahren. Im wahrsten Sinne des Wortes der Sonne entgegen, die über dem Meer stand. Jetzt sitze ich hier, in der Nelson Bar des Grand Hotel, genieße die Abendstunden, freue mich auf meine Suite mit panoramahaftem Seeblick und gedenke dessen, was war und was mich noch erwarten wird. Hier, in der weißen Stadt am Meer. Der Pianist hat aufgehört zu spielen. Sie sieht zu ihm hinüber und lächelt in sein Gesicht, das ihr nun vollends zugewandt ist. Er tritt an ihren Tisch heran,
setzt sich etwas selbstverständlicher hin, als sein vorheriges Gebaren es vermuten ließ, nimmt den Nelson-Cocktail, zieht den Duft aus dem Glase, nickt zufrieden und hebt das Glas zum Gruße der Dame entgegen. Ich danke dir, Liebling.